In diesem Video wollen wir explizit auf die Situation eingehen, die in der Praxis ja durchaus bestehen kann. Und zwar, ich fange jetzt mit einer praktischen Formulierung an. Sie betreiben eine Kasse, ja, einen Kassenplatz. Und Sie sind drei Verkäufer. Alle drei Verkäufer können gleichzeitig unter Umständen an der Kasse arbeiten. Aber es kann aber auch sein, dass Sie sagen, hey, ich muss auch mal schnell was anderes nebenbei an diesem Arbeitsplatz tun. Das ist natürlich eine komische oder eine sehr verwirrende Situation, vor allem für eine Software, in Bezug auf verschiedene Benutzerkonten und verschiedenen Zugriffsrechten. Wie Wabi Profi 3 das handelt, zeige ich Ihnen in diesem praktischen Video. Um das Ganze verständlicher zu machen für diejenigen unter Ihnen, die noch nicht so tief in Wabi Profi 3 eingetaucht sind, möchte ich das anhand eines einfachen Beispiels darlegen. Wir haben verschiedene Benutzer. Unsere verschiedenen Benutzer haben verschiedene Rechte. In unserem Beispiel darf der Max Mustermann so ziemlich alles, der Müller Michael darf fast nichts und die Schmidt Sabine darf lediglich im Artikelstamm und Kundenstamm. Okay, das sehen wir uns nun an. Wir sagen, der Max Mustermann darf in der Statistik, also der darf in der Statistik rumwirken. Also ich gehe jetzt in die Statistik rein. Okay, soweit so gut. Das funktioniert. Wenn ich nun einen Verkäuferwechsel, also einen Benutzerwechsel durchführe und sage, ich bin jetzt die Sabine Schmidt und will jetzt irgendwie im Personalstamm rein, sagt er natürlich, hey, du darfst das nicht. Denn die Sabine Schmidt, glaube ich, darf nur im Artikelstamm und im Robas im Kundenstamm, genau, Lieferantenstamm, glaube ich, darf sie nicht, genau. So, das ist jetzt so ziemlich die einfachste Situation. Jetzt können Sie sagen, ja, hey, da kann ja jeder einfach hin und her wechseln, richtig. Aber nur insofern Sie das zulassen. Denn in den Systemeinstellungen in der Curve, die Sabine Schmidt darf hier nicht. Also wir brauchen jetzt einen Benutzer, der das darf. Der Max Mustermann darf das. Und der hat ein Passwort hinterlegt, glaube viermal die Null. Genau. So, jetzt gehen wir in die Systemeinstellungen hinein. Und dort können wir bestimmen, was passieren soll oder wie die Dialoge aussehen sollen. Wenn wir in der Kasse nun mehrere Verkäufer betreiben wollen. Hierzu klicken wir in der Karteikarte Verkauf und auf Verhalten und Optik. Hier können Sie bestimmen, ob eine Passwortabfrage bei einem Verkäuferwechsel stattfinden soll. Ich sage jetzt mal, ja, das wollen wir. Das heißt, keine Passwortabfrage wollen wir nicht, also nehmen wir das Häkchen raus, damit eine Passwortabfrage erscheint. Des Weiteren können wir rechts weiter unten hier bestimmen, ob vor jedem Verkauf ein Verkäufer ausgewählt werden soll. Und dann, wenn das so sein sollte, können Sie sagen, ja, wie sollte das sein? Soll das in Form einer Liste oder in Form einer numerischen Eingabe dargestellt werden? Jetzt sind es nun natürlich verschiedene Konstellationen, die in der Praxis auftreten können. Das heißt, ein Benutzer hat mehr Rechte, der andere weniger. Wie verhält sich das? Auf was sollten Sie achten? Und das werden wir jetzt halt abhandeln. Okay, wir sagen jetzt mal, wir wollen eine Passwortabfrage. Wie sieht es nun aus? Wir gehen jetzt in die Kasse hinein. Wir haben nun die Passwortabfrage hier, sehen Sie es? Hier können Sie nun den Benutzer auswählen, hier Max Mustermann zum Beispiel, und könnten dann sein Passwort eingeben und auf OK bestätigen. Wabi Profi 3 bringt eine gewisse Grundintelligenz mit. Das heißt, er sagt als Grundbenutzer, das heißt hier, ich gehe jetzt mal da raus, hier im Startformular ist ja der Max Mustermann schon angemeldet. Wenn ich nun in die Kasse hineingehe und ich selber bin nun der Max Mustermann, kann ich einfach Enter drücken. Das heißt, ich muss nicht erneut mein Passwort eingeben, weil beim Login im Programm habe ich mich ja bereits schon identifiziert oder habe mein Passwort bereits eingegeben. Soweit so gut. Kommen wir nun zu der Situation, was ist eigentlich, wenn jetzt wir drei jetzt da sind, der Max Mustermann, die Schmidt Sabine und der Müller Franz oder wie er heißt. So. Und die kassieren jetzt unterschiedlich. Und das simulieren wir jetzt einfach mal. Wir machen einen Verkauf. Wir sagen, okay, ich verkaufe jetzt da irgendwas. So, und wir haben jetzt hier einen Max Mustermann gehabt. Okay. Jetzt können Sie sagen, ja, es kam ja gar keine Anzeige oder keine Möglichkeit, hier unterschiedliche Verkäufer auszuwählen. Warum nicht? Ja, ganz einfach. Weil Sie in den Systemeinstellungen, ja, in unserem Beispiel hier explizit gesagt haben, ich brauche das nicht. Ja? Hier vor jedem Verkauf einen Verkäufer auswählen. Das wollen Sie ja nicht. Somit sagt Wabi Profi 3, der angemeldete Stammbenutzer ist auch der Verkäufer. Wenn Sie nun sagen würden, pass mal auf, jetzt ändert sich aber der Verkäufer, dann müssten Sie hier rein theoretisch auf Benutzerwechsel gehen, müssten Sie die Kasse verlassen und könnten nun einen neuen Verkäufer auswählen.
nun ist der neue Benutzer hier, also auch der neue Verkäufer, auch der neue Benutzer mit seinen ganzen Rechten. Wenn wir nun hier auf den Artikelstamm gehen, hat der Michael Müller ja keine Zugriffsberechtigung, soweit so gut. Also das heißt, er darf nur kassieren. Das ist ja gut so. Ist aber in der Praxis bei gleichzeitigen und mehreren Verkäufern gleichzeitig wohlgemerkt sehr, sehr unpraktisch. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, ach ja, wir brauchen jetzt erstmal einen Benutzer, der wiederum mehr Rechte hat, der in die Systemeinstellungen darf. Der Max Mustermann hat in unserem Beispiel als Passwort 4x die 0. Und ich gehe nun auf Administration, Systemeinstellungen, Verkauf, Verhalten und Optik und sage, ich will vor jedem Verkauf, dass der Verkäufer ausgewählt wird. Um genau diese Situation zu simulieren, dass jetzt drei Verkäufer, in unserem Beispiel, gleichzeitig an der Kasse arbeiten könnten. Oder 10, ist ja egal wie viel. Und hier gilt wieder genau das gleiche Prinzip. Bin ich als Benutzer eingeloggt und logge mich in der Kasse als gleicher Benutzer ein, muss ich mein eventuell hinterlegtes Passwort nicht eingeben. Wenn natürlich ich jetzt ein anderer Benutzer bin, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt die Schmidt-Sabine, dann wähle ich die Schmidt-Sabine aus und drücke Enter. Wenn die Schmidt-Sabine, wie in unserem Beispiel, kein Passwort hinterlegt hat, dann will auch WabiProfi 3 kein Passwort. Das heißt, es macht keinen Sinn, eine Passwortüberprüfung nun durchzuführen. Und jetzt verkauft die Schmidt-Sabine irgendwas. Das machen wir jetzt wieder mal. So, und jetzt sagt er, hey, wer bist du? Und jetzt sage ich, okay, ich bin die Schmidt-Sabine und drücke zum Beispiel Enter. Ja, gebe meinen Betrag ein und kassiere den Kunden ab. Jetzt verkaufe ich wieder was. Und mache jetzt 3 Euro. Und ich sage, jetzt will ich das ganze Ding verkaufen. Jetzt bin ich allerdings nicht die Schmidt-Sabine, sondern ist der Müller Michael neben mir und verkauft das gerade. Der Müller Michael hat auch ein Konto oder Benutzerrechte, die über kein Passwort verfügen. Das heißt, Sie könnten jetzt hier einfach an dieser Stelle den Müller Michael auswählen und würden dann Enter drücken oder auf OK klicken. Ja. Und dann könnten Sie den Verkauf abschließen. Und Sie sehen vielleicht auch schon, im Hauptfenster steht nun als Benutzer Michael Müller. In der Kasse steht auch Verkäufer Michael Müller. Das bedeutet im Klartext, bei einem Verkäuferwechsel werden auch demzufolge seine Rechte an das System übertragen. Denn es könnte ja sein, oder wir simulieren das jetzt ganz einfach. So, jetzt bin ich jetzt wieder der Max Mustermann und ich will das ganze Ding verkaufen. Momentan eingeloggt ist ja der Michael Müller. Jetzt sage ich einfach, ich will mich als Max Mustermann einloggen, weil ich jetzt das ja verkaufe. Jetzt sagt er aber, pass mal auf, lieber Benutzer, du bist zwar sehr schön, du bist zwar der Max Mustermann, aber der Max Mustermann hat ein Passwort hinterlegt. Das heißt, wenn Sie auf verschiedene Konten wechseln, mit verschiedenen Rechten, oder auf ein Konto wechseln wollen, das höhere Rechte besitzt, zum Beispiel auf ein Chefkonto, dann sollten Sie dieses Chefkonto natürlich mit einem Passwort schützen. Und wie in unserem Beispiel wäre es dann für Ihr Personal ein leichtes, einfach auf ein Chefkonto zu wechseln und mit dessen Rechte dann weiterzuarbeiten. Das ist ja Blödsinn. So, demzufolge müssen Sie, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich bin jetzt der Chef, dann müssen Sie das Passwort eingeben und drücken dann und bestätigen. Nun ist als Benutzer im System der Max Mustermann und als Verkäufer der Max Mustermann hinterlegt. Und das sehen wir nun ganz einfach. Wir können auf Lieferanten zum Beispiel zugreifen. Ja? Oder auf Kunden oder auf sonst irgendwas anderes. Das heißt, wir haben nun Zugriff auf alle Berechtigungen dieses Kontos. Somit ist wirklich sichergestellt, damit der Zugriff auf ein Konto, auf das nicht zugegriffen werden soll, vom System her weitgehend verhindert wird, wenn der jeweilige Benutzer natürlich nicht das Passwort für das jeweilige Benutzerkonto hat. Okay, also das ist jetzt soweit klar. Es gibt ja nun eine weitere Möglichkeit. In den Systemeinstellungen unter der Karteikarte Verkauf können Sie ja die Art der Eingabe bestimmen. Sie sagen, ja, ich will, dass ein Verkäufer ausgewählt wird, aber die Listenauswahl ist mir zu doof. Ich will die numerische Eingabe. Wenn wir das jetzt tun, sieht es wie folgt. So, wir geben unseren Artikel ein. Ich verkaufe wieder den gleichen Artikel. Okay. Und ich drücke nun F5. Jetzt kommt dieses Fensterchen. Er sagt, hey, Personalnummer bitte eingeben und gegebenenfalls das Passwort. Hier gilt die gleiche Regelung, die vorher bereits gezeigt wurde.
Das heißt, sollten sich Benutzerkonto und Verkäuferkonto oder eingeloggter Benutzer in der Kasse und im System dem Verkäufer entsprechen, wird kein Passwort abgefragt. In unserem Beispiel ist die Personalnummer 1 der Max Mustermann und ich brauche jetzt nur Enter drücken. Dann werden die Rechte von Max Mustermann natürlich übernommen. Und er sagt, dadurch, dass du schon eingeloggt bist, Max Mustermann, brauchst du nicht erneut dich identifizieren, also deinen Personalausweis vorzeigen, indem die Passwortabfrage dann abverlangt wird. So, machen wir das gleiche Spiel nochmal. Das heißt, ich sage, ich will jetzt das verkaufen. Und ich bin jetzt nicht der Max Mustermann, sondern Personal Nummer 2. Wer ist es? Der Michael Müller. Okay, jetzt hat er den Michael Müller und wir können nun den Verkauf durchführen. Wir erinnern uns vielleicht, der Michael Müller darf ja fast gar nichts, das heißt, er dürfte nun keinen Zugriff auf irgendwelche Fremdanwendungen haben, also das heißt, der darf ja nur in der Kasse sein. Wenn ich jetzt auf Artikel klicke, ja, sagt er, hey, das ist verweigert, auf Lieferanten ist verweigert, auf Kunden ist verweigert und das könnten wir nun durch die ganzen Möglichkeiten der Anwendungen im System durchexerzieren, also das dürfen Sie mir glauben, die Rechte von Michael Müller wurden nun in das System übertragen. Und jetzt gehen wir mal und sagen, ich bin jetzt eine Schweizer Biene. Das ist dann die Personalnummer 3, glaube ich. Genau, dann sage ich, okay, bezahlen, Kassenbon drucken. Nein, die Sabine Schmidt oder Schweizer Biene hat, glaube ich, nur Zugriff auf den Artikelstamm. Genau. Auf Lieferanten dürfte sie keinen Zugriff haben. Auf Kunden, glaube ich, hat sie wieder Zugriff. Genau. Und so weiter und so fort. Also Sie sehen, mit einem Verkäuferwechsel werden auch bei der numerischen Eingabe die Rechte an das System übertragen. So, jetzt simulieren wir mal eine Situation, genau, die wie folgt aussehen kann. Okay, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt die Schmidt-Sabine. Okay, also ich verkaufe etwas. Jetzt kommt der Verkäufer her und sagt, hey, ich logge mich jetzt mal mit Chef seinen Namen ein, okay? So, das heißt, er sagt, hey, ich bin jetzt, sie sagt, ich bin der Max Mustermann. Wir wollen das ganze Ding bestätigen. Barbie sagt natürlich, hey, Benutzer, dann brauche ich schon das richtige Passwort dazu. In dem Fall sagt er, ich verweigere das. Also diese Touchscreen-Eingabe verweigert das komplett. Das heißt, die Schmidt-Sabine muss tatsächlich ihren Namen auswählen, um dann hier weiterzukommen. Wenn sie die andere Art der Eingabe gewählt haben, aha, die Schmidt-Sabine darf ja das wieder nicht, dann machen wir das schnell. Okay, ich sage jetzt mal Benutzer wechseln. Ja, das ist ganz cool, das System so. Denn da können Sie tatsächlich die einzelnen Konten relativ gut schützen. Okay, Verkauf, Verhalten und Optik. Ich sage jetzt hier, ich will jetzt nicht die Listenauswahl, sondern die numerische Eingabe. Nun klicken wir auf Kasse Verkauf und ich sage jetzt mal, ich bin hier die Schmidt-Sabine. Okay, damit wir ein kleineres, also ein reduzierteres Benutzerkonto haben, die ja auf Kunden zugreifen darauf, auf Lieferanten nicht und so weiter, okay? Also ich sage jetzt nun bezahlen. Jetzt ist die Schmidt-Sabine geht her und sagt, Chef sei Konto, das will ich jetzt. Gibt jetzt die Personalnummer 1 ein und drückt Enter. Jetzt sagt er, hey, ihr Passwort. Dadurch, dass das Passwort nicht korrekt eingegeben wurde, ist der Button okay nicht aktiv. Das heißt, sie kommt aus diesem Fenster her nicht mehr raus. Sie muss definitiv auf Abbrechen klicken. Und was passiert nun? Ganz einfach. Der Verkäufer wurde ignoriert. Also das heißt, der Verkäuferwechsel wird ignoriert. Die Schmidt-Sabine bleibt eingeloggt und das Verkäuferkonto wechselt nicht auf das gewünschte Verkäuferkonto, sprich unseren Max Mustermann. Somit ist an dieser Stelle auch sichergestellt, damit nicht Benutzer oder Verkäufer absichtlich oder unabsichtlich, das lassen wir jetzt mal an dieser Stelle offen, auf ein administratives Konto wechseln können.